Ja, hallo zum Teil 2 mit der Raven. Wir wollen jetzt die Raven mal einschießen. Also das Zielfernrohr ist montiert, das haben wir ja schon gesehen. Bolzen ist auch schon eingelegt zum Einschießen. Muss man also auch hier die Raven, hat ja hier oben am Zielfernrohr noch einen Ring. Da werden die Feet per Second eingestellt, also das hat Einfluss aufs Absehen. Und da kann man also einstellen von 400 bis 500 Feet per Second, ja, an dem Zielfernrohr. Und das habe ich jetzt schon mal voreingestellt auf 550 Feet, Entschuldigung. Dann haben wir hier die Verstelltürme, ja, die mache ich jetzt schon mal auf, dass ich dann gleich einstellen kann, also den Schutzkorben runter. Und dann kann man hier über diese Verstellschrauben das Absehen dann einstellen. Ja? Also ich gebe jetzt mal einen Schuss ab. Bolzen ist eingelegt. Entsichern. Und dann schauen wir mal. Brille nehme ich ab. So, gucken wir mal. Wo eingeschlagen ist, sieht gar nicht schlecht aus von hier. Okay, also wenn ich jetzt den Schuss korrigieren will, der sitzt ja ein bisschen, der sitzt auf 12 Uhr, Mitte passt, ja, muss ich zum Fehler hin korrigieren. Also das heißt, ich halte nochmal an, wo ich hingeschossen habe und dann korrigiere ich. Okay, dann gebe ich gleich nochmal einen Schuss ab. Richtig geil, voll drin. Ja, jetzt ist er eingeschossen. So. Mache ich die Türme wieder zu, dass sich da nichts mehr verstellt. Wie ihr seht, ist das gar keine große Geschichte. Das Zielfernrohr hat schon ganz gut gepasst, so von der Grundeinstellung. Armbrust ist eingeschossen und einsatzfähig, für was auch immer ihr die braucht. Ja. Also, macht richtig Spaß, das Teil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.